Ey, hast du schon mal jemanden gesehen, der 60 Kilo gekürt hat? Ich nicht. Nee. Moment mal, da war doch was. Aber 130 Pfund sind eben nur 59 Kilo. Das hat er nur geschafft, weil er vegan ist. Also standen heute die 61er Bizeps Curls auf dem Plan. Komm jetzt. Hau weg die Dinger. Ich will ja nur ganz kurz als Disclaimer anmerken, es ist eine Isolationsübung, was man hier versucht auszumaxen. Dafür muss man ziemlich gestört sein in der Birne. Hat er recht, ja. Der Gnadenstoß für unsere Arme erfolgte dann durch den legendären Bizeps Blaster. Schaut mal, mit dem Vegan-Sein seid ihr wieder auf dem richtigen Weg. Doch bevor die Party losging, wartete ein genüssliches Pre-Workout auf uns. Lobbyarbeit. Wo wir gemeinsam die Mordes Revue passieren ließen und uns geheime Taktiken für mein bevorstehendes Armwrestling-Match erarbeiteten. Ja, Larry hat zugesagt, finally. Ich werde dem erstmal vorher mit dem Basie auf dem Parkplatz begegnen, wenn ich nicht ganz so durch bin. Sorgen wir dafür ein faires Match. Selbes musst du dann halt auch beim Olympia machen. Ja, was geht ab, Alter? Wir sind hier im tiefsten Berlin. Ja, deine alte Heimat, mein Freund. Sozusagen, ganz genau. Allerdings habe ich mich nie so richtig in der Gegend aufgehalten. Deswegen ist es für mich immer total crazy, die Leute hier zu sehen. Du siehst irgendwie alles. Ja. Ja. Ist doch schön. Schön ist es, ja. Wir sind hier im Kuchenrausch. Es ist gefährlich, weil der Name könnte Programm sein bei mir. Wenn ich einmal anfange, dann bin ich auch im Kuchenrausch. Aber ich darf ja nicht. Ich bin auf Diät. Your new Mr. Olympia. Earth. New strongest man in Kolo the world. Chinsky. Alles klar? Ich guck's dir die Speisekarte an. Ich guck hier schon nach. Für dich habe ich da mal das Frühstück Florentin bestellt. Mit zwei pochierten Eiern auf Brot, Rahmspinat und Soße der Hollandaise. Das klingt aber sehr gut. Das nehme ich auch. Die Fress-Challenge startet heute. Alles fit? Ach, soweit ja. Haben wir uns erholt von gestern. Ja. Hast du alles rausbekommen? Junge, mein Physio kam gestern Abend noch spontan vorbei. Der meinte so. Ich weiß ja, du gehst ja feiern und so und hier und da, aber kann es sein, du hast so mal eine Glitzerparty oder so? Ja, ungefähr. Ich war im Zierobwald unterwegs. Also sag mal so, wenn du so ins KitKat gegangen wärst, wärst du als Normalo durchgegangen. Bro, ich sag's, wir wären gestern ganz entspannt, wären wir da in jeden Berliner Szeneclub, wären wir da allein marschiert. Ich kenne übrigens noch jemanden, der gern mitgekommen wäre. Ja, ich kenne auch jemanden. Du brauchst einen 3 Meter langen, sonst bist du kein Mann. Ich zeige euch das einfach in der Fotoreihe. Ja, das gefällt mir ganz arg. Das ist feil. Das ist aber schon hart, Alter. Oh, lass das posten. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch ganz geil. Leon hier schon mit dem. Ey, da haben gestern ein paar Leute geschrieben wegen diesem Glitzerding, weil man hat es ja nicht genau gesehen in meiner Story. Das ist auch eine bekannte Fee, by the way. Ja? Ja. Von Peter Pan, die, oder? Ja. Nee, und dann haben ein paar Leute mich gefragt, ob ich mir jetzt das Gesicht tätowiert habe. Also so, ich komme zu. Ja. Gesicht ist bei mir echt tabu, ne? Schreibt's mal bei Leon Ryan hier. Wo wollt ihr das nächste Tattoo sehen? Ah, Feierabend, ich mach nichts mehr. Nee? Ich habe immer mal wieder so ein bisschen überlegt. Der Gedanke ist immer da, aber ich kenne mich, ich habe da nie... Nicht immer Bock drauf, so Hals. Das wird aber böse aussehen. Ich weiß aber. Das wird richtig mächtig aussehen. Ich weiß aber, ey, das siehst du jeden Tag. Du kannst es nicht verstecken. Ja. Und ich bin kein Freund von Rollkragenpullover, sag ich dir ehrlich. Leon will eigentlich nur sagen, der will noch in der Bank anfangen zu arbeiten. Wenn es mit dem Sport nichts mehr wird, dann geht's ab in die Banklehre. Ey, ich habe übel abgenommen. Von gestern auf heute, ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Übelsten Gewichtsdrop. Ja? Ja? Viel Wasser ausgegangen. Ja, wahrscheinlich, weil wir uns todes ein abgeschwitzt haben. Bei mir ist auch viel Wasser ausgegangen. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie hart ich ausgelaufen bin. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Stichwort More Days. Kann man euch denn beide auch als Duo auf den... Stichwort ESN Days. Ich werde dabei sein. Kollege Arcona braucht dort auf jeden Fall einen starken Rücken. Denn... es wird ein Gegner kommen. Ja, Larry hat zugesagt, finally. Echt? Der Dude. Mhm. Geil, Alter. Zugesagt. Was ist geil? Ich werde ihn wegcracken, Alter. Also, ich werde dem erst mal vorher mit dem Basie auf dem Parkplatz begegnen, wenn ich nicht ganz so durch bin. Und dann
sorgen wir dafür ein faires Match. Selbes musst du dann halt auch beim Olympia machen. Ja, easy. So macht man das ja. Ganz kollegial und dann holen es wir uns kann einen, es kann dann sein, dass Sibam gar nicht auf die Bühne kommt. Wer? Oder irgendwie im Rollstuhl. Ich weiß nicht, von wem du redest. Leider ist alles schon ausverkauft. Aber wir werden das Ganze natürlich streamen und bei Instagram überall wird man was sehen. Das wird aber schon ein ich glaube, wir beide können da jetzt eigentlich auch noch was drehen und sagen, wenn du deine Ehren-Community mal ansprichst und die jetzt mal ordentlich Druck machen, glaube ich, wir können da schon noch mit den Vorgesetzten reden und zwei Karten jetzt auf deinen Nacken bzw. unseren Nacken springen lassen. Ah, du meinst, wir sollen hier mal einmal eine Verlosung auf spontan? Ja, okay. Müssen wir dann noch zwei Leute kriegen müssen wir immer noch irgendwo rein. Ja, das geht schon. Egal. Der Business-Boss, dann kommt Markus einfach Stand. Nicht mit. Gut. Ja, wer filmt denn? Ey, die Vlogging-Cam ist ausgegangen. Wie vloggen wir das so im Endeffekt? Das ist so in 2 Minuten. Alter, dem Typ bleibt nur der Left Arm übrig nach dem Parkplatz. Groß hat viele Qualitäten, wie wir merken, nicht nur im Sport. Ja, nee, wenn Sport, dann hier maximal. Lass dich heute eine Runde springen hier. Ich dachte, du hast nichts dabei, deswegen habe ich das mitgebracht. Doch, ich habe eigentlich alles dabei im Auto, ja. Aber ich mache auch gern heute den Johannes. Naja. Du hast ja gerade gezahlt für uns. Das hätte der Johannes nicht gemacht. Ach so. Danke dir. Ja, klar. Dafür, dass ich dann heute ein bisschen von deinen glorreichen Bizeps-Tipps uns abgucken kann. Sehr glorreich. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Eigentlich ist es ja immer noch ein bisschen Schwachstelle bei dir, wa? Ja, Moment mal. Arme geht immer. Naja, aber macht er gut. Oder? Sonst hast du ja nur Ja-Sager und Leute, die dir sagen, Junge. Da noch was verbessern? Ich mische uns hier ein. Eine dicke Dosis, oder? So, hier mal. Ich mische das so schnell mit dem Löffel fertig. Du, Junge, nachdem ich Leon gestern gesehen habe, wie er Weißpudding mit Isoclear gefressen hat, habe ich noch mal ein bisschen mehr Respekt vor der Fress-Challenge bekommen. Ey, ich bin, glaube ich, ein sehr leidenschaftsloser Esser. Ich esse alles. Warte mal, aber gib mir erstmal ein bisschen Wasser. Nee, ich mach das hier rein und wir teilen. Ah, ja. Also hast du auf jeden Fall 4 Scoops ja? hier rein und dann. Ja, und an der Stelle, wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch irgendwie Booster braucht oder Proteins, kriegt ihr natürlich alles auf ESN.com. Gerne mit dem Code Polacco oder Code Leon. Wir mal ganz ehren. Ihr wisst ja. Danach. Es gibt zwei Codes, die ihr auf jeden Fall supporten müsst. Das ist Leon und Polacco. Das ist die Hauptsache, alles andere ist. Scheißegal. Enough said. Wir müssen halt zu der ganzen Thematik. Aber was ist mit Johannes? Ja, ich sag halt so, nutzt du den Code, siehst du aus wie der Code. Okay, dann nutze ich Johannes nicht. Nothing more to say. Auf ein gutes Bizeps Blaster. Green Apple feierst du? Ah ja, ich wollte gerade sagen. Den Mango habe ich jetzt probiert, der war auch geil. Gerade in der Kombination mit diesem Crank Focus. Ey, Urs, deine Cap. Feier ich schon sehr. Ich wollte gerade sagen, wir waren in New York City im Nintendo Store. Kollege hinter der Kamera habe ich so eine Yoshi-Figur mitgenommen. Mhm. Und ich habe die Cap gesehen. Meine Freundin so, was ist das? Ich schüttel nur den Kopf, absolute Bildungslücke. Dachte mir, sieht voll fresh aus, weil wenn du Zelda kennst, dann feierst du oder erkennt man sich so wieder, so unter Gleichgesinnten. Mhm. Wenn du aber Zelda nicht kennst, denkst du dir eigentlich geil, das Symbol so. Alter, ich habe noch Zelda gezockt auf dem schwarz-weißen Gameboy. Boah, herrlich. Also ich glaube, das war das allererste Zelda. Das habe ich halt nie durchgespielt, weil die Spiele waren einfach tendenziell immer 10-mal schwerer. Junge, ist so krank, ist so? Wie viel Game-Time ich auch in einem Wind Waker habe. Das ist unfassbar. So, Jungs, jetzt vernichtet er. So. Ich würde sagen, enough talking. Jetzt kommen wir wieder ins Kompetitive rein hier. Wäre ja kein normaler Montagmorgen, wenn wir uns jetzt hier nicht wieder bashen würden. Sogar 2 Pro-Controller. Hast du zu viel Kohle oder was? Ich muss fairerweise sagen, mit Leon, im Gegensatz zu dir, macht's auch Bock zu zocken. Weil du denkst dir nicht so, ja okay, den Sieg hast du eh im Kasten. Naja, ich bin schon besser. Ach komm, hey. Oh shit. Ich bin noch voll reingelaufen. Scheiße.
Ja, hab ich die Chance gegeben, ja, so Kämpfer da unten. Ach, Alter. Shit, 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 shit. Knappe Kiste, Alter. Alter, das war wirklich knappe Kopf Kiste. An Kopf, ey. Boah, Kräftezehrung das Match hier. Ich bin, so, ganze Kaffee jetzt, ich bin so durch wie nach einer Gym-Session jetzt. Ja. Ich war gerade so im Fokus. Also mit Leon macht's Spaß, im Gegensatz zu Markus. Da spielst du wieder hier gegen die NPCs. Bist du überhaupt bereit für das, was wir heute machen? Ja, wir blasten heute den Bizeps tot, das habe ich gehört. Da braucht man eigentlich auch einen Bizeps-Blaster. Liegt nicht irgendwo einer im Bunker rum von irgendeiner... Ist das denn ein Bizepsblaster? Ist jetzt nicht dein Ernst? Dieses, nee, ich weiß es nicht. Dieses, Geschirr. Ja, man, ja, Geschirr, was du dir das in den Hals hängst. Und dann hier so den machst. Ja, da sehen ja, die Bilder auch immer ultra-anabol aus, wenn du das klar, wenn die Arme so drauf. Lange presst. Ja. Aber ob das Ding was bringt, ich weiß es bis heute nicht. Ich geh pissen, dann leg mal los. Schon geiles Gym, Mann. Hast du da irgendeine Technik, oder? Ich hab vorhin mal nämlich überlegt, als er gesagt hat, Bizeps Curls, wann ich das letzte Mal richtig... Aber ich find's eigentlich geil. Es ist so, wenn's eine klassische Muckibuden-Pumperübung gibt, dann sind es doch die Curls, oder? Mit Kürzern. Ja, der Bunker wacht auf. Danke, am Start. Was willst du nächstes Mal? 40. 40er würde ich auch noch probieren. Ja? Mhm. Also wenn du die machst, dann sage ich, geil. Ja. Du musst sie aber erst machen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ich sage, du schaffst sie nicht. Wir haben halt nur 42er hier. Ich sitze. Wollen wir einen kleinen Zwischenschritt machen, einmal 37,5 und dann gehen wir hoch. Für mich war es noch kein Gym-Fail. Das ist auch gut. Jetzt habe ich aber ein Ziel, worauf ich hinarbeiten kann. Und wenn wir uns dann wieder zum Arm-Day treffen, kann ich sagen, Leon, und dann diese 40er kurz wegkörnen. Easy, Katka. Easy. Meiste. Ich sehe schon wieder, hast du den nächsten starken geholt. Den richtig starken. Wen meinst du? Markus? Ja, ja, hier, grüß dich. Ja. Ja. Mal erwischt an der Wand. Wie hast du dich dann gefühlt? Bist du noch ein gutes AFM-Gewicht? Ja? Ja. Was willst du machen mit 70er? Ne, ich hab ich nicht. Was war denn dein Max? 60. 60? An die probiere ich mich wieder ran, aber hey, man darf halt die Diät nicht vergessen. Aber wenn ich so an 55 hey, bis 60... hast du gesagt, erst ab 125 macht es dir Probleme. Ah, ich vielleicht doch ein bisschen gelogen. Ja, das. Außerdem ziehe ich gerne die Ausrede an. Ja, die sind die mal selber. Nee, das meine ich, du bist auch so einer, du hast einen Pfund drin und dann. Ja, durch. Ich mach gerne. Bleib ein bisschen weil. Ja, das ist manchmal wichtig, deine Experimente sehen. Schwitzig hoch, weil ich so, hoffentlich bleibt alles dran. Ich hoffe auch, das bleibt noch eine Weile heil und ich hoffe, es bleibt auch heute heil. Ja. Scheuche ich mal ein bisschen, ich grüße dich mal kurz. Scheuche ich da. Ja? Du bist für Scheuchen hier verantwortlich. Ich nicht. Du hast mich schon angerufen? Nee, ich hab dir meine Nummer gegeben. Wenn du dich in den Arsch nicht brauchst, ruf an. Ja, ich weiß nicht. Bis heute habe ich Angst gehabt. Da saß ich mit dem Hörer daheim. Sonka, oh nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Wenn ich jetzt anrufe. Ich hab dir wirklich keine Angst. Ganz ehrlich, dann bist du nicht so, weißt du, ne? Was? Du hast keine Angst vom Training? Mit Nasenbohren kommt man nicht nach oben. Vor dem Training habe ich die größte Angst. Du nicht. Ich?
Vielleicht, dass Alter, das Alter, 200 Kilo auf der Stange hast und da, ja, das ja jeden Morgen realisieren muss. Ich sag das immer öfter, ich habe immer Angst vorm Training, wirklich. Wirklich? Ja. Nee, das brauche ich nicht. Das ist aber so ein ganz komischer, schmaler Grad aus, ist eher Respekt, großer Respekt. Das hatte ich so vor dem Gewicht, wenn es mal ans Maximal ging, da ich mich selber wieder enttäusche. Wenn du da 250 auf der Brust hast. Das ist ja noch ganz woanders. Naja, ich meine, das ist, aber es ist immer individuell. Für den einen sind es 100, für ihn sind es 200. So arbeitest du dich ja auch. Und du hast immer Respekt. Das ist ja scheißegal, ob du 80 oder 300. Das ist, wenn du Feuer gibst, gibst du Feuer. Ende aus. Schluss. Wo versteckt er sich denn die 45er? Nimm die 42er. Ich habe eine 46,6 gemacht. Beste. Bitte? 46,6. Hast du gemacht? Ja, mal. Schreib deine Telefonnummer auch noch hier rein. Dann können die Mädels dich gleich anrufen. Ja, 60. Aber mit Schwung und halt, also keine Konzentration richtig. Das brauchst du nicht. Aber 6. Ja, das ist gut. 45. Oh, na, jetzt kommt. Also ab 40 Kilo aufwärts muss, glaube ich, dann so langsam mal. Ja, langsam gelüftet werden. Ja, finde ich auch. Wenn schon Schränke hier sind, die können so mal Buletten zeigen. Weißt du, endlich mal wieder richtig Montag. Voll süß finde ich ja das Bild von dir an der Wand. Ja, das haben wir vorhin schon gemacht. Ja, der kann man mit. Dann habe ich 138 Kilo gewogen. Aber I appreciate it. Also ich brauche kurz mal einen anderen Modus, Leute, das wäre ganz geil. Oh, jetzt zeig mal, was ein Monster ist. Easy. Ja, da ruhig. Da geht was. Das ist schon perfekt. Ja, schön. Locker, Junge. Ja. Ja. Hätte ich mal gelogen, 50. Warm-up-Set. Ja. Sehr stark. Stark. Top. Ja. Das war clean. Das war. Ja. Das war clean. Da war doch der alte Mann, das war ein Knaller. War okay, wa? Da ist sogar Sonka noch das Ei aus der Hose gefragt. Genau. Woher habt ihr den Namen? Er genau wie du, Urs. Eure Mütter, haben die das schon vorher gewusst, was passiert? Darum habt ihr so einen geilen Namen gekriegt, alle wählen. Die wussten, das werden sie. Will man einen witzigen Fakt wissen? Wenn wähle, ja, Riechen, die Namensauswahl bei mir bei der Geburt war, und es ist jetzt kein Joke, entweder Leonidas oder Herkules. Ich schwör's, das ist kein Witz. Denke ich mir heute so, wenn ich von 0 auf 25 direkt gekommen wäre, ohne dieses ganze Zwischending, um zu altern, dann hätte ich Herkules auch genommen. Was hättest du Aber überleg mal, Alter, überleg mal in der Oberschule so, weißt du, wenn du da gerade in der Pubertät bist und alle so, schwierige Zeit, wenn du denn noch ein Herkules bist und gar kein Herkules bist. Ja, dann ist sie überall. Du ganz gefährliche schon, Nummer. Ja, ich war ja damals klein und fett. Und dann heißt du Urs, das Bärchen. Das ist ein kleines Gummibärchen, Alter. Ja, ja. Aber deswegen, das ist der Name, der kann auch immer in die andere Richtung interpretiert werden. Aber meinst du nicht, dass es auch zum großen Teil dazu beiträgt, wie man wird? Weil ja, du wirst ja praktisch schon in eine Richtung gedreht. Ja, safe. Finde ich schon auch. Ich finde es auch geil. Ich meine, ich muss meinen Namen meistens 10-mal erklären. Du wahrscheinlich auch. Wo kommt der her? Was ist das denn? Ja. Aber irgendwo denke ich mir. Hast du noch einen zweiten Namen? Jakob. Wirklich? Alter, geil, Jacob. Was man dazu sagt. Jacob. Jay. Young Jay. Jay. Also die gehen auf jeden Fall knackig, weil die Fuvis sind vom Feeling brutal und sind vom Handling genau echt, echt gut. Also die knackt der easy weg. Wenn du die 60er machst, dann schaffst du hier auch die 70er. Deswegen, das ist so der einzige Step. Das werde ich ganz, oh, ganz ehrlich erst nach den 50ern wissen. Okay. Auf geht's.
Tobi ist ja nix hier, Alter. Die machst du locker weg. Auf, konzentrier dich. Und ab. Feuer jetzt. Leg um den Schalter, komm. Und hoch, ja. Auf, geht. Komm. Push jetzt, verdammt. Auf, zieh hoch, die Dinger. Jawohl, geht gut. Ja. Easy. Komm. Stark. Ich weiß nicht, wo da ein Problem sein soll. Ach, die gingen auch ganz leicht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich sag ja, das Handling von denen ist so geil. Ey, das stimmt, ne? Aber bei der ersten dachte ich schon so, scheiße, boah. Ja, ja. Die kommen so gut hoch, ich flieg gleich mit hoch. Mit deren auf Brust und so, das ist ein ganz anderes Gefühl. Jetzt kommt mal der Knackpunkt. Ah, erstmal einen kleinen Zwischenschritt, Alter. Machst du noch? Okay. Auf 60, bist du das Wahnsinn. Das kostet dich mehr Kraft. Wie ist denn das bei dir? Das Problem ist, so einen großen Sprung, bei so einer Übung ist zu viel. Ja, das unterschätzt man, weil normal machst du ja so Mehrgelenksübungen. Ja, beim Bankdrücken genau. Kannst du schon mal 20, 40er Schritte machen. Aber hier sind manchmal 1 Kilo der Entgegner. Sehr gut. Die Dinger sind nur das Handling jetzt ein absolutes Minus. Okay. Also du musst die auf jeden Fall trotzdem packen. Da gehe ich stark von aus. Aber ist auf jeden Fall. Das wird nicht leicht, meinst du? Gedanklich nochmal sind es schon die 60er. Wie beim Brustdrücken, wenn du 80er oder so drückst, der Kurzhantel, kommt es auch ganz krass drauf an, was für eine Hantel das ist. 100%ig, ja. Und wenn du da solche 100%. Und ab geht's, komm. Packst du. Auf. Jawohl. Stark. Hoch damit, Leon. Komm. Ja. Geht schon. Jawohl. Und hoch, 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 hoch. Komm. Ja. Ja, die waren deutlich schwerer. Ja, man. Komm. Du auch noch. Du auch noch. Feuer frei, Jungs. An was denkst du eigentlich so vor deinen Topsätzen? Hast du da irgendwas? Oder ist es einfach dieses Gefühl? Nee, das sind ziemlich eklige Sachen, woran ich denke. Wirklich? Ja. Zum Beispiel? Ach, Sachen aus meiner Kindheit, Sachen aus, also private Probleme, über die ich nicht so gern rede, aber das nutze ich halt einfach als Zündstoff so. Ja. Und bei dir? Bei mir ist es eher ein Gefühl. Also ich habe dann in so einem Moment einfach dieses Gefühl, naja, ich kann es nicht beschreiben. Ist es bei mir dann auch also eine Mischung aus diesem Gefühl, in das ich mich einfach versetzen kann und halt diesen Aggression, die ich in mir hochhole, aber wenn das jetzt mal nicht der Fall ist, dann ist einfach schon das Gefühl auch. Das ist manchmal einfach der Moment. Auf die Challenge, so. Man hat Bock, ich bin ja geil aufs Training, ich liebe Training und. Ja, aber es ist auch oft einfach aus dem Moment raus. Es muss einfach alles passen. Ja, schwierig. Und ich hatte vor kurzem erst eine Situation, da wollte ich die 100 Kilo dann auf Reps drücken. Und da hat bei mir jemand trainiert, der war voll genervt von mir. Weil ich dann mit meinem Stativ da war und das hat ihn dann so ein bisschen abgefuckt. Ja. Und mich hat es dann in dem Moment abgefuckt, dass er von mir abgefuckt ist. Ja, genau, aber da hast du es genutzt. Und dann dachte ich mir so, Digga, ich zeig dir jetzt, wie oft ich deinen One Rep Max drücke. Ja. Nee, es ist. Das ist total rude so, ja. Aber es, weißt du, das hat mich dann motiviert. Ja, Training ist ja komplett egal, solange man sich dann nicht verprügelt. Also, ich meine, im Endeffekt. Ja, genau. Nutzt euer Leben oder eure Probleme im Training aus, um
um es in Gains umzuwandeln. Je mehr Probleme, desto mehr Gains. Guck uns an. Warum habt ihr nur einen? Das macht für den Kopf schon viel aus jetzt, ne? Ja, komm. Vorstellen, wer das gerade ist, der mit seinem Bike fährt. 60er, nicht die 50er können jeder irgendwie. Es fliegen nicht die Fubis so durch den Club, es fliegen die Sechis durch den Club. Halt. 60er zu Köln, das ist der wahre Test. 50er ist schon so 30er ist schon so Olympianiveau, 40er, 50er und 60er sind eigentlich 40er, 50er sind eigentlich sehr schwer erreichbar. 60er sind dann einfach. Ey, hast du schon mal jemanden gesehen, der 60 Kilo gekürt hat? Ich nicht. Nee. Diese Begeisterung in deinen Augen. Sag mal, hast du schon mal jemanden gesehen? Ja. So, aber ich meine, ich finde das so geil bei Leon. Der ist so zu begeistern damit. Ich mache mir jetzt kurz Musik rein und dann mache ich einfach irgendwann, ja? Ja. Ein bisschen jetzt gerade mal eine andere Atmosphäre wieder für. Komm jetzt. Hau weg die Dinger jetzt. Hau! Komm! Ja! Easy! Hoch damit, komm! Auf! Ja! Stark! Echt? Ja. Ja, die waren schon sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also mit 70 ist da, glaube ich, heute nicht viel drin. Oben ist oben, Alter. Oben ist oben? Oben ist oben. Und ich glaube, die waren auch kurz vor Gymfail, oder? Scheiß drauf, Digga. Ist egal. Ja, gut. Ich habe immer noch die Ausrede, dass es 61 Kilo pro Arm waren. Okay. Ich denke, das ist eine gute Ausrede, oder? Ausrede, Junge. Das ist völlig klein. Mhm. Spielzeug heute mitgebracht. Ist halt die Frage, wie laut darf ich schreien? 1, 2, 3. Was mir persönlich am Herzen liegt, ich möchte euch Grilltipps geben. Ich meine, der Abend ist. Alter. Ich muss schon unterleitender Winkel machen, dann passt die Sache hier. Ding probiert und für Scheiße empfunden. Stabil. Ja, oder was sagen Sie zu dem auch nicht Meisterwerk? Auch nicht empfehlenswert. Also, Urs, aber jetzt haben wir die Übung angefangen, jetzt müssen wir die auch zu Ende bringen. Aber ohne dem Ding. Ja, mit. Nein, mit. Arni. Na gut, ein Ehren von Arni. Ich sollte meine Hose runterziehen.